Yo, ich bin ein Profi. Profi? Ich profi nur mit B, so wie Brody. Schauen wir uns das Video an, was hat mir YouTube denn da geschickt? Let's go. Es war jemand an der Haustüre. Post für Sie. Also wenn es ein Brief ist, will ich von YouTube keine Briefe bekommen. Pakete gerne. Sonst so. Sie wurden gebannt. Per Postzustellung wahrscheinlich, ja. Ja, okay, aber hören Sie auf, so scheiße zu gucken. Diskriminierung, das ist angeboren. Schönen Tag noch. Warten Sie, was ist mit Trinkgeld? Trinkgeld dem Postboten? Gib mal dem Postboten Trinkgeld. Ich komme nie auf diese Idee. Gib mal dem Postboten Trinkgeld? Habe ich bisher immer dem Postboten nicht Trinkgeld gegeben? Im Prinzip, Lieferanten von Pizzerias bekommen ja auch Trinkgeld. Wieso nicht Postboten? Das ist eine interessante Überlegung. Gebt ihr eurem Postboten Trinkgeld? Nee, oder? Also in Pakete zugestellt werden? Hab ich nie gehört. Ich glaube, das ist er. Na, zurück in Zukunft. Zoe! Zoe! Und wäre es doch gewesen, wenn sie SEO geschrieben hätten, da mit S oder so. Zoe Live. Zoe Live? Ja, ihr habt mir vertippt, da steht Zoe Live auf dem Button. Natürlich bin ich mir sicher, dass das nicht mein Name ist. Ich weiß doch, wie ich heiße. Junge, chill doch mal. Packen Sie einfach den Button wieder ein und wir schicken ihn ran. Ich habe auch mal ein Video gesehen über. Also erstmal Glückwunsch, Zoe, für den Play-Button. Ich habe es schon auf Twitter gesehen. Aber ich will auch irgendwann ein, also bitte YouTube, gebt mir 30.000 Abos, dass ich auch reinbekomme. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, das habe ich vergessen. Also kann man YouTube, ja, der hat irgendwie den Play-Button bekommen und der konnte bei der Antragerstellung auf diesem Play-Button eintragen, was draufstehen soll, was für ein Kanalname draufstehen soll. Und da hat er wohl einem anderen YouTuber-Namen draufgeschrieben, weil die Kooperation irgendwie hatten. Sie haben so ein lustiges Video gemacht, wo sie dann quasi der eine dem anderen den Play-Button ermöglicht hat, obwohl er den selbst dann nicht bekommen hat. Irgendwie sowas war das. Es war komplett konfuses Szenario. Auf jeden Fall haben sie da ein bisschen YouTube ausgetrickst und haben dann irgendwie im Endeffekt dann beide einen Play-Button bekommen, weil der eine nicht mal 100k Abos hatte. Also nach dem Video hatte er 100k Abos, ja, nach dem Video dann erst, aber weil es halt viral ging. Aber das fand ich auch sehr interessant, auf jeden Fall. Katze Funze 9! Ah ja. Hallo, da bin ich wieder. Ja, danke schön. Trinkgeld schicke ich per Bitcoin. Aber die sind doch gar nichts mehr wert. Ja, Trinkgeld halt noch mehr. Dankeschön. Ich habe auch ein paar Bitcoin. Ein bisschen. Und die sind. Die sind gar nichts mehr wert. Geil. Ungestinkte Insider. Ah ja. Ey, was ist das denn? Na, unsympathisch, ja. Ich kann mich nicht mit dem YouTuber verwechseln, das geht doch gar nicht. Hab ich vergessen, wie man leise spricht? Hab ich Nasenlöcher, wie dumme Ohren hat? Ja, sicher. Alter, ich bin doch selber noch voll verkatert. Schicken Sie einfach den Button nochmal zurück und wir schicken Ihnen einen neuen und so. Prost! Am nächsten Tag. Ja, halt dein Maul. Nice Idee fürs Video eigentlich. Es geht nur darum, Zio bekommt den Play-Button, aber dann so viele Sachen mit reingebaut, das ist schon wieder gut. Das Beste ist die Zukunftsmusik auf jeden Fall. Es ist von Power of Love, glaube ich. It's the power of love. Ja, Power of Love von... Oh, wie ist der Sänger nochmal? Weiß ich nicht mehr. Aber geiler Song. So, Zio, nice. Englisch. Ich kann kein Englisch. Ja, süß. Ja, Leute. Irgendwann Brody und Hallöchen. In 20 Jahren rein da. Leute, da hängt das Ding jetzt. Ich muss sagen, ich bin grundsätzlich eher ein Fan von einem alten Design. Ich mochte irgendwie die Idee, dass es ein Glaskasten ist, wo der Playbutton drin hängt. Trotzdem finde ich es cool, dass YouTube überhaupt sowas hat. Der neue ist günstiger, glaube ich generell. Ja. Macht, weil ich glaube, es gibt nicht viele Plattformen, wo ja man irgendwie ein Award bekommt ab einer gewissen Abonnentenzahl oder Followerzahl. Ja, jetzt würde eigentlich nur noch fehlen, das Beste. Ach stimmt, der hat sein Dings ja rasiert.
Sein Bart hat er gestutzt. Stimmt. Da ist ja... Bart weg. Aber wie lange hat er dann Zeit gehabt zwischen, ich muss meinen Bart komplett rasieren für ein Video und es sind mehr Stoppeln da? Muss ja auch übelst krasser Bartwuchs bei ihm generell sein. Oha. Ja, jetzt würde eigentlich nur noch fehlen, dass beste Freunde oder so 100.000 Abonnenten knackt. Wenn das mal passieren sollte, verspreche ich hier hoch und heilig, dass ich diesen Abonnenten-Button dann nicht selber behalten werde, sondern Yoshi schenken werde, weil er braucht auch so ein bisschen, ja, so ein Andenken an diese verrückte YouTube-Zeit. Und by the way, wer es nicht weiß, den Sketch, den ihr gerade gesehen habt, das war eine Anlehnung an einen Sketch, den ich schon mal gemacht habe, nämlich 2017. Da habe ich den ersten Play-Button bekommen. Alter, das ist schon 4 Jahre her, es ist so krass, wie die Zeit vergeht. Damals habe ich noch in meiner alten Wohnung gelebt und vor allem neben meinem Job YouTube gemacht. Und wer es nicht weiß, so YouTube-Videos machen, das geht nicht so schnell, also es war wirklich damals wie so ein zweiter Job einfach. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich heute noch sowas könnte, weil ich war eigentlich immer durchgehend müde zu der Zeit. Und ich finde, das sieht man auch voll Gas, also meine Augen waren damals immer so richtig geschwollen noch. Und ja, jetzt 4 Jahre später kann ich sagen, ich hab's... Und jetzt sind sie immer noch geschwollen. Nein. Oh Mann, aber das bin ich schwach fühlig. Das war mir damals genauso, wo ich da jeden Tag gestreamt habe. Ich weiß, ich bin noch nicht so erfolgreich, ja klar. Aber ich habe jeden Tag gestreamt und immer so 7-8 Stunden Video geschnitten und das 3-mal die Woche, das war schon... Studium nebenbei noch ist, ja, mittlerweile ist es eher zu dem Prokrastinieren so ein bisschen noch geworden. So, ich könnte jetzt genauso viel schneiden wie früher, dann hätte ich halt Stress ohne Ende, aber wäre dann früher fertig, hätte dann Rest der Woche Chili-Milli. Aber trotzdem ist es so, dass ich dann immer nach so einem Bearbeiten mal so ein bisschen Pause brauche. Ich glaube, ich werde einfach älter, ja. Und erschöpft da schneller. Geschafft. Ich habe mir das Privileg erarbeitet, dass ich jetzt mein Hobby als Beruf machen kann. Und also mittlerweile bin ich ja seit einem Jahr selbstständig mit YouTube. Klar kann man jetzt sagen, ja gut, du hast es aber nur so geschafft und nicht so. Und ich habe es eher so geschafft als so. Aber sind wir mal ehrlich, man... Ja, aber schon ein schickes Auto hier, also. Schon ein cooles Auto. Kann ich das sagen, hätte ich auch gern. Mir würde es auch reichen. So geschafft als... Also ich bräuchte jetzt auch nicht sowas hier. Also keine Ahnung, wer sowas braucht. Also die Villa wäre schon cool, aber die Autos brauche ich nicht. So. Aber sind wir mal ehrlich, man darf auch nicht jetzt übertreiben mit seinen Wünschen und Vorstellungen vom Leben. Ich kann nur sagen, dass ich die letzten Monate wirklich super glücklich war mit meinem Leben und das ist ja eigentlich alles, was zählt. Und mein Wunsch an mich selbst ist es einfach, jeden Monat zu genießen, wo ich das eben weitermachen darf. Weil klar, manchmal, wenn ich um 82 einschlafen kann, bekomme ich schon so Zukunftsängste im Sinne von, was ist, wenn alles irgendwann vorbei ist. Und ich habe ja 0% ausgesorgt, also was mache ich denn dann? So, kann ich wirklich wieder... YouTube und das Ganze neben der Arbeit machen. Vor allem so Großprojekte wie den ganzen Film zu produzieren, so, das macht man ja nicht einfach mal so nebenbei. Aber vor allem kann ich das Ganze auch psychisch verarbeiten, weil so ein Fortschritt, das ist immer ganz schnell angenommen oder freut man sich drüber, aber so ein Rückschritt knallt halt doch ganz schön rein. Ich bin mir sicher, einige von euch kennen es sicher auch, wenn mit einem Schluss gemacht wird zum Beispiel, dann ist es ja auch erstmal gefühlt ein Rückschritt, auch wenn es das gar nicht sein muss, aber man fühlt es erstmal wie so ein Rückschritt und das ist ja nicht leicht zu verarbeiten. Aber am Ende sind alles immer so... Hat er jetzt gerade beruflichen Erfolg mit... Beziehungen verglichen. Ich finde jetzt mal eine ganz andere Sache. So, klar, irgendwie, wenn du halt in Beziehungen arbeitest, hast du ja auch eine gewisse Arbeit, steckst auch Zeit rein und arbeitest ja, oder arbeitest ja nirgendwo drauf zu. Du willst ja nicht mehr Beziehungen haben. Du kannst ja nicht sagen, jo, wie will ich jetzt mehr haben, so. Keine Ahnung, wie soll das gehen? Noch eine Frau nebenbei oder was? Keine Ahnung. Sinnlose Gedanken, immer im Sinne von so, hätte ich, dann könnte ich, dann würde ich, dann wäre ich. Was ist, wenn das mal passieren sollte? Was tue ich denn dann? Und wie mache ich dann weiter? Dann sind wir mal ehrlich, am Ende sind wir doch einfach alle irgendwelche Pappenheimer, die zwar versuchen, das, was um einem herum so passiert, irgendwie zu kontrollieren und zu planen und so weiter, aber am Ende steuern wir doch einfach nur so irgendwie quer durchs Leben durch und versuchen halt dabei irgendwie mitzunehmen, was geht. Nein. Dankeschön an euch, dass ihr es möglich gemacht habt, dass YouTube mir einen Playbutton schicken muss. Ich finde, der macht sich ganz gut und ich hoffe natürlich auch, dass ihr dieses kleine Spezialvideo voll geil fandet. Am Wochenende geht's los. Ja, der Anfang war richtig cool. Also, das habe ich gefeiert, diesen Sketch. Fand ich schon nice. Geiles Special-Video. Dich weiter mit einer neuen Folge von Chill Deine Basics. Darauf könnt ihr euch auch mal wieder freuen, es wird super nice. Und der random Fact bei diesem Video ist dieses Mal, die letzte Frau, die als Hexe in England verurteilt wurde, war 1944. Zum Glück war es keine Hexenverbrennung oder so, aber trotzdem mal 9 Monate lang Haft für sowas. Aber naja, krass. Die Menschheit, ne? Euer CEO! 1944. Die letzte Hexe in Europa. Helen Duncan. Warum die höllische Nelson Gefängnismus? Ich beschwor die Geister von Toten, wurde als Hochstaplerin. Ah gut, als Hochstaplerin, ne? Also er hatte nichts, was viel jetzt mit Hexen zu tun. Das ist die, also, der hat Leute betrogen. So, der hat ja gesagt, ich kann mit Toten reden. Aber das hat sie vielleicht nicht getan. So, weil es ja Schmuh ist. So, also ich glaube nicht, dass das, also es hat vielleicht eher so ein, so hier Medien, Werbung, Hexe.
Ja. Zum Glück war es keine Hexenverbrennung oder so, aber trotzdem halt 9 Monate lang Haft für sowas. Aber naja, die Menschheit, ne? Euer CEO! Das ist Arbeitsaufteilung, sag ich. Ah, dieses Auto schon wieder, das ich schon mal gehabt. Aber nice Video. Ehre CEO auf jeden Fall. Verdient auf jeden Fall. Und der dritte Playbutton kommt auch noch auf jeden Fall. Und glaube ich, der ist, glaube ich, der CEO dann auch der erste YouTuber Deutschlands, der dann für 3 Kanäle 3 Playbutton, oder? Weil Ju hat ja jetzt. Gut, Ju könnte für. Hat Ju mehrere? Ju hat, glaube ich, schon mehrere, ne? Boolean Jam, Julian Bam. Juckt mich nicht. Sind Juckt mich nicht 100k? Ich glaube schon. Hat auch schon 3, okay. Dann auch diese alten Kanäle noch. Aber ob er da noch Playbands hat, weiß ich nicht. Aber, ja. Okay, es gibt schon andere. Aber dann mach ich noch einen 4. Kanal auf CEO. Mach noch einen Gaming-Kanal noch rein. Aber ist nicht auch CEO live dann? Yo, ich bin ein Profi. Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.